Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Okay. Nein, schon wieder so eine Scheißspinne. Nimm das! Und noch einmal! So, nimm das! Und tschüss! Uiuiui! So. Gut. So. Und es ist wieder so schön ruhig. Mehr oder weniger. So. Na, wer bist du denn? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Okay. Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Okay. Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Tja. Finden wir es heraus. Okay, was haben wir hier? Emblem 2. Die Menschen wurden geboren und verteilen sich in Mundus. Die Drachen herrschen über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Okay. So. Doch, man ist ja scheiß Nebel. Ich will den Anblick genießen, aber geht leider nicht. Okay, teilweise. Was soll das denn? Eiswolf. Oh, ich rufe das wohl. Verdammt. Aua. So, mach Platz. Bus. Und tschüss. So. Na, stopp. So. Okay, die sind hier ganz schön stark. Vielleicht mal diese Taktik hier. Falls es funktioniert, aber wahrscheinlich eher nicht. Ah, ne, funktioniert nicht. Besser mit Schleiche. Oder mit Schleiche Schleichenversuche. Da bist du. Komm her. Klappt das nicht. Brenne. Richtig so viel. So, und da. So. Mann. Okay, muss ich kurz verschnaufen. So.
Das ist nur eine Fahne, okay. Da ist eine Ziege. Noch eine. Okay. Was haben wir hier? Impel 3. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Okay. Das nehme ich mal nicht mit. Okay. Aua, was soll das denn? Meld dich doch vorher an. So, scheiß Vieh. Nee. Verdammter Mist. Aua. Boah, Glück gehabt. So. Okay, die Salzwürfe hier sind noch gefährlich. Ich hoffe, es gibt da nichts Stärkeres. Ach doch, da kommt noch was Stärkeres. Ich erinnere mich. Da kommt noch einer. Ach nö. Den habe ich ja ganz vergessen. Na? Was wollt ihr, Kätzchen? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Okay, und was lernst du daraus? Eine einfache Pilgerin. Ach so. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Na, was auch immer. Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Auf Wiedersehen. So, was haben wir hier? Hebel im 4. Kein, Kühne, keine Ahnung. Fand es sich an Pat Tonax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie die Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg, Drache gegen Zunge. Okay. Ist ja nicht so toll. Das wird alles angefangen. Okay. Na klar, kommt dieser Typ. So. Ich versuch's mal damit. Okay, hier müsste der jetzt kommen. Da ist der. Der da. Natürlich bewegt er sich jetzt. So. Doch noch erwischt, gut. Und ich gehe mal hier lang. Der heißt Troll. Troll hier, wen anders? Was, komm her. So. Komm doch her.
Genau, bleib schön da. No. So. Ja, mach mal. So. Das wird jetzt eine Weile dauern. So. Dann, ja. Na, ich freue mich auch, dass du da bist. So. Schön. Oh. Nice. Okay. Nochmal Gesundheit. Dann hier schießen. Was haben wir denn da? Okay. Gut, schießen wir da. Kannst du heranzoomen? Ja, nee. Ja, nee. Ich behalte das mal. Kann man nicht entscheiden. So. Bald geschafft. So. Und tschüss. Na, endlich. So. Haben wir es geschafft. Schön. So. Mann, Mann, Mann. Sonst noch irgendwo, da war was. Oder warst du das? Nee. So. Okay. Was haben wir hier? Emblem 5. Die Menschen siegten, sie schrien Alto in Astrofeld. Und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war. Obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Okay. Oh, mit haben wir vielleicht beschleichen noch was. Schleichen. Was haben wir denn hier? Okay, lautlose Bewegung. Schön. So muss das. Keine Gegner diesmal. Okay, Emblem 6. Mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels. Sie gründen das Erste Reich mit Schwert und Stimme und die Drachen sogen sich aus dieser Welt zurück. Ach, und jetzt sind sie wieder zurück. Ein paar Jahrhunderte später.
Okay. Emblem 7, die Zungen am Roten Berg verschwanden gedemütigt. Jürgen Windrufer begann seine 7-jährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Okay. Was haben wir hier? Nummer 8. Jürgen Windrufer entschied sich für... Nummer 15. Ja, doch 8. Okay. Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen, der Stille, baute sein Heim auf dem Hals der Welt. Okay, Jürgen also. Der hat es gemacht. Okay, hier geht's weiter. Was haben wir hier? Nummer 9. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim, damals noch ein Jüngling, wurde nach Hochrotgar gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovahkiin. Okay. Haben wir entdeckt. Stimme bedeutet Verehrung, folge dem inneren Weg, sprich nur in wahrer Not. Stimme des Himmels, okay, was haben wir denn da? Okay. Weh du an, noch fliehen sie vor dir. Interessant. Na dann, wir haben es geschafft. Wir sind da. Schön. Und hier kommt noch das da rein. Wo haben wir denn hier? Da. So. Gut. So, ich bin da. Wer noch? Sieh an, ein Drachenblut erscheint, gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Demonstriere deinen Schrei und eine bittere Macht, okay? Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrotgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Ich will lernen. Da. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Ich würde gerne lernen. Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrotgar am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Okay.
Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Mhm. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuum stärker zu bündeln. Ja, liebend gerne. Ich würde das gerne lernen. Dankeschön. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Okay. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Schön. Vielen Dank. Ah, schön. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun meistern könnt. Und wie? Nutzt unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ach so ist das, okay. Wie? Losa! So, Nummer 1. Ein bisschen Zielübung. Gut gemacht. Wieder einmal. Das war einmal. Und jetzt... Wie? Nummer 2... Ui! Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Wie? Nummer 3... Ui! Schön. Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Na schön. Folgen wir ihm. Ich freue mich so. Und vor Freude springe ich dann gleich mal hin und her. So. Ui, ui. Schön. Tja. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wult! Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Schön. Schön.
Okay. Kurz ausrüsten. Wirbelwind rast voran und reißt dich mit sie. Meine Sturmwinde ist wie schön. Schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Mhm. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprint vorführen. Anschließend seid ihr dran. Na gut. Meister Borin. Max. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Alles klar. Okay, warten, warten und jetzt! Na, was geht? So. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlangt. Hat er das schon mal gemacht? Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Mhm. Ja, das ist meine nächste Aufgabe, genau. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Okay, wir werden tun. Oh Mann, so viele Fragerunde. Ach komm, machen wir das schnell. Das Horn von Jürgen Windrufer machen wir gleich. Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Mhm. Okay. Gut. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Schön. Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Okay. Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Mhm. Fünf. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Okay. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrottgar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Mhm. Er war im Großen Krieg ein Anführer der alten Nord, ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen.
Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Interessant. Weg der Stimme. Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Okay. Das ist lobenswert. Aber denkt daran, das Drachenblut selbst ist ein Geschenk von Akatosh. Lehnt dieses Geschenk nicht ab. Nee. Euer Schicksal fordert von euch, eure Stimme einzusetzen. Warum sonst hätte Akatosh euch diese Macht verliehen? Denkt immer daran, eure Stimme zu Diensten ja, von Akatosh ich hab's kapiert. Nur dann bleibt ihr dem Weg treu. So, genug jetzt. Atem und Konzentration. Ja, ist auch meine Sage. Teilweise. Na schön, ich will weitermachen. Wo müssen wir hin? Wo ist es denn hier? Da vorne. Okay. Diese Richtung also dann. Gehen wir dahin. Holen wir uns das letzte Wort. Dann können wir endlich offiziell Fus Rodan. Finally. Tja, und dann. Was sollen wir dann tun? Ein bisschen hier und da wahrscheinlich. Oder sollten wir die Gefährten angehen? Könnten wir eigentlich auch schon tun. Denn es wäre ja nicht schlecht, so schnell wie möglich. Wegen einer Sache. Na schön, machen wir das als nächstes. Danach. So. Okay, da vorne. Ich glaube, das ist das Banditenlager. Oder eins davon. Was zum Teufel? Hä, das habe ich noch nie entdeckt. Okay, ist aber nur ein lächerlicher Stahlschwert, aber trotzdem. Cool. Schönes Secret. Okay. Was passiert, wenn ich es nehme? Okay. Interessant. Na schön, einfach aus Prinzip werde ich das jetzt mitnehmen. Auch wenn es nur ein Stahlschwert zu sein scheint. Okay. Da wartet schon einer. Aber die kommen später irgendwann mal dran. Keine Ahnung, wann genau. Ja, aber nee, so viel zu tun. 1000 Jahre werden wir hier verbringen. Okay. Ist noch weit. Schon wieder so ein weiter Weg.
Gut, aber das andere davor war weiter weg. Viel weiter. Naja. Oh, was ist denn da los? Was ist denn da los? Okay, ein Feuer danach und ein Zauberer vielleicht. Was passiert denn da? Hä? Wer ist denn da jetzt gestorben? Oh, schlaf auch weiter. Sorry für die Störung. Was ist denn da passiert? Okay. Niemand da. Hexe. Was hat die denn gemacht? Wollte die den Atonachen kontrollieren, das ist schief gelaufen. Könnte sein. Aber nur 40. Naja. Ich habe was Besseres. Und ich sehe schon, wir haben... Okay, Sekunde, wir müssen zurück. Ich sehe gerade, wir haben kaum Gewicht. So. Hätte ich das mal früher gesehen. Ach nein, jetzt kommen die. Nein. Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt. Vielleicht. Was ist das für einer? Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Wir wissen, dass ihr das falsche Drachenblut seid. Ja, was auch immer. Ihr werdet der Rückkehr des wahren Drachenbluts nicht im Wege stehen. Er kommt schon bald. Und wir bringen ihm euer Herz als Opfergabe. Stadtwachen, die wollen mich angreifen. Alle werden Zeuge von Tut was dagegen und der labert mich voll. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Der Jahre kommt erst in 1000 Jahren. Ach, okay. Jetzt kommen die DLCs. Immer machen wir es nicht. Okay, die machen es selbst. Danke, Leute. Ihr seid die Besten. Nein, jetzt wird es sein, willst du mich verarschen? Was zum Teufel? Schicksal, was soll das? Okay, bis gut. Wieder im Spiel. Da. So, muss ich mich abstürzen lassen, keine Rückmeldung, ganz toll. So. Was zum Teufel? Ich will doch nur das Gewicht abgeben. Und sonst nix. Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt. Stadtwachen, hallo, wo seid ihr? Eure Lügen stoßen Stadtwachen, auf natürlich sind jetzt nicht da. Wir wissen, dass ihr das falsche Drachenblut seid. Ihr werdet der Rückkehr des wahren Drachenbluts nicht im Wege stehen. Er kommt schon bald. Und wir bringen ihm euer Herz okay, als Opfergabe da. Kommen die da. Stadtwachen, alle die wollen mich angreifen. Ja, ich habe keine Zeit, hier auf mich vorzuquatschen. Verdammt, Griffen. Seid ihr bei. Mann, schon eine Scheiße, dass beides gleichzeitig kommt. Was soll denn das, hä? Aua, 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 aua. Ba, ba, ba. Autsch. Ey, Stadtwachen, der will mich angreifen und töten. Mach was dagegen. Dankeschön. Götzenschein, cool. Dann nehmen wir das mit. So. Tja. Pist. Ui. Ihr brennt. So, das hätten wir geschafft. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück... Ja, aber das kommt später. So. ...ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rivka. Ich weiß, aber das kommt erst in 500 Jahren und... ...das mit diesem Drachenblut in 1000 Jahren.
So. Okay. Ja. So, ist gestohlen. Okay, immer noch. So, was haben wir denn hier? Das kann weg. Das kann weg. Das müssen wir noch lesen und das lernen. Okay. Mache ich gleich mal. So. Geht den Habenfels an Bord der Nordmaid, bringt sie nach Windhelm und beginnt mit ihrer Suche. Nein, keine Swan, bevor es hat Solstein erreicht, okay. Tja. Da bin ich mal gespannt, denn das habe ich noch nie gemacht. Die zwei DLCs. So. Okay, hier kommen die Waffen und so. Achso, den Schuss habe ich auch noch dabei. Hm. Okay. Das ist das Einsortieren Plus. Was war da? Achso, okay. Und das weg und hier das da und das war's. Und wo habe ich die Zutaten hin? War das auch hier? Nee, ich glaube, das war hier. Ah ja, okay. Zutaten. So. So. Gut, 94, das stimmt. Dann sind wir wieder bereit. Was zum Teufel? Achso, du bist das. Ich bin so. Okay, du darfst hier sein. Ich hab etwas für euch. Hier. Hä? Ach, danke. Nett. Aber ich hoffe, das ist nicht von meinem Schrank. Sonst gibt's Haue.